Das hier ist La. Abbruch? Das hier ist Leisnig, der Ort, um den es in diesem Film hier geht. In Leisnig kann ich als Journalist nicht ungestört arbeiten. Denn es geht um Rechtsextremisten, die auf diese Höfe ziehen und um Menschen, die Angst haben. Nee, das müsst ihr mir wirklich garantieren, dass mein Gesicht irgendwie nicht zu erkennen ist. Absolut. Mehrere Monate recherchiere ich zu einer rassistischen Initiative, die in kleinen Dörfern das Überleben des deutschen Volkes sichern will, mit so einem Imagevideo für sich wirbt und auch mit Aussagen wie diesen. Mit Europäern als solches haben wir überhaupt gar kein Problem, ne? Hauptsache weiß. Der Verfassungsschutz befürchtet ein rechtsextremes Netzwerk und eine gezielte Ansiedlung. Weil sie hier eine eher eine weiße Bevölkerung vorfinden. Ich recherchiere verdeckt, will wissen, wer dahinter steht, ob das alles System hat und gerate selbst in den Fokus. Plötzlich sind wir auf der Zielscheibe. 3 Monate habe ich auf diesen Moment hingearbeitet. Heute Abend will ich undercover Neonazis treffen und mit versteckter Kamera filmen. Dazu habe ich mir eine Fake-Identität angelegt und wochenlang mit einem rechtsextremen Strippenzieher gechattet, bis er einem Treffen zugesagt hat. Ich will wissen, was in seinem Netzwerk hinter den Kulissen abgeht. Die Kamera fällt ja überhaupt nicht auf. Wieso der ganze Aufwand? Dazu muss ich die Geschichte der Reihe nach erzählen. Die Recherche beginnt bei mir zu Hause in der Küche. Auf Telegram ist mir eine Gruppe aufgefallen, die Initiative Zusammenrücken. Sie ruft dazu auf, von West- nach Ostdeutschland überzusiedeln, und zwar um das Überleben des deutschen Volkes zu sichern. Ein Weiter-so führe nämlich unweigerlich in den biologisch-kulturellen Abgrund. Dazu posten sie viel über kriminelle Ausländer, Flüchtlinge, Volkstod und so ein Zeug hier. Viele Grüße aus Angara. Nee, nur Spaß, ist Sonnenbach. Da kann man nur noch kotzen. Die Logik der Initiative? Weil in Westdeutschland angeblich zu viele Araber und Afrikaner lebten, drohe das deutsche Volk dort unterzugehen. Ihre Lösung? Umsiedeln nach Sachsen. Ich stoße auf einen Podcast mit 2 Mitgliedern der Initiative, in dem sie ihre Sicht erklären. Der Hauptteil, sag ich jetzt mal, ist auch den Erhalt der Volkssubstanz als solches. Und das war bei uns in Westdeutschland sehr schwierig. Unsere Initiative hat schon Schwerpunkt Deutsche, aber mit Europäern als solches haben wir überhaupt gar kein Problem, ne? Hauptsache weiß. Auf ihrer Website bietet die Initiative Unterstützung für neue Siedler an. Regionale Botschafter helfen bei der Wohnungssuche, bei der Jobsuche und bei Kontakten für gemeinsame politische Aktivitäten. Wer dabei teilnehmen soll, sagen sie auch in dem Podcast. Aber genau da setzen wir an, dass wir auch Leute zusammenführen wollen, die zusammengehören und wo eine gewisse Synergie und eine Stärke, also Truppen zusammenziehen einfach. Ne? Politisch mit irgendeinem Moslem oder mit irgendeinem Araber zu arbeiten, nutzt nichts. Auch wenn der hinter meiner Meinung ist, er ist ein Araber. Egal wie der hinterher denkt und ob der Lederhose trägt und Weißbier trinkt, das funktioniert nicht. Er bleibt ein Araber oder ein Afrikaner. Für mich klingt das ziemlich rassistisch. In einem Imagevideo stellt sich die Initiative Zusammenrücken so dar. Für den Verfassungsschutz Sachsen, also den Inlandsgeheimdienst, besteht die Initiative aus Rechtsextremisten und er befürchtet eine Konzentration von ihnen in einzelnen Orten. Die Gefahr bestünde, so der Verfassungsschutz, dass sie ihre Ideologie subtil verbreiten und in manchen Orten sogar eine Vorherrschaft anstreben. Ich fahre nach Sachsen, genauer gesagt nach Leisnig. Der Ort ist mir in der Recherche immer wieder begegnet. 8000 Einwohner, günstige Grundstücke, ländlich gelegen, ungefähr zwischen Dresden und Leipzig. Ich merke, das Thema rechtsextreme Siedler ist hier ziemlich heikel. Platz für junge Familien gibt es genug, aber am Telefon sagen mir viele Einwohner, sie würden sich Sorgen machen. Vor die Kamera traut sich aber nur einer. Der Mann, den wir jetzt treffen, der hat uns einen Standort geschickt, wo wir ihn abholen sollen. Hier rein? Okay. Hi, grüß dich, steig ein. Hallo. Moin. Alles fit? Schön, dass das klappt. Einzige Bedingung, er will anonym bleiben. Nee, das müsst ihr mir wirklich garantieren, dass mein Gesicht irgendwie nicht zu erkennen ist. Absolut. Warum möchtest du nicht offen gefilmt werden? Na, weil es schon ein Risiko darstellt für mich und meine Familie. Und weil ich keine Lust habe, dass nachts mal mein Auto abfackelt. Das könnte passieren, glaubst du? Jo. Er ist in Leisnig aufgewachsen und sagt,
Er will auch noch die nächsten 20 Jahre in dem Ort bleiben. Es ist nur so, dass die Nazis organisierter sind als früher. Es sind auch neue Leute. Ja, ja, genau. Und wie gesagt, die sind eben organisierter und strukturierter und die haben eben Kontakte, die sind weitaus gefährlicher als die bestehenden Kontakte, die es vorher gab. Wie merkst du das? Ach, hier ist eine Sackgasse. Man muss nur, das sind ja keine unbekannten Namen, die hierher gezogen sind. Das sind Leute, die schon seit Jahrzehnten in der Szene aktiv sind und krass unterwegs sind einfach. Wer die Leute wirklich sind, will ich später noch herausfinden. Wir fahren übrigens die ganze Zeit im Auto, weil ich nicht will, dass ihn jemand mit einem Kamerateam in der Öffentlichkeit sieht. Hast du Sorge, dass Leis nicht da irgendwie abrutscht? Definitiv, ich sehe das schon sehr kritisch, weil du kannst links rumfahren, ja, oder rechts rum. Links. Weil die auch nicht die dümmsten Nazis sind und gute Redner, dass ihnen viele Leute auf den Leim gehen können. Wir suchen uns einen ruhigen Ort etwas außerhalb. Wieso funktioniert das hier? Weil, so wie man es bisher zumindest ganz gut erkennen kann, weil die einfach in Ruhe ihren Kram machen können und sich auch keiner daran stört. Und wie gesagt, der Rechtsruck, der in Sachsen da ist, befürwortet das alles nochmal. Auch für Nazis deutschlandweit zu sagen, wir ziehen jetzt nach Sachsen. Ich bin echt mal gespannt, wie das in den nächsten Jahren wird. Aber ja, im Prinzip geht es ja darum, hier Gemeinden zu gründen, zu beeinflussen und so weit zu drehen, dass es für die Nazis lukrativ ist. Und wenn du jetzt mal an deine eigene Zukunft denkst, du willst hier wohnen bleiben, aber du siehst das immer mehr und mehr hier hinziehen und auch organisiert. Lässt sich das manchmal an der Entscheidung zweifeln? Ab und an, aber es ist eher so, dass ich bewusst hier wohne und auch hier bleiben will und man den Leuten das ja auch nicht so überlassen möchte. Der eigene Heimatort als neues Traumziel für Rechtsextremisten, schon ziemlich krass, finde ich. Als nächstes will ich wissen, wer sind die Köpfe hinter der Initiative Zusammenrücken? Ich finde heraus, einer ist dieser Mann, Christian Fischer. Die Sicherheitsbehörden bestätigen mir das. Im Sommer ist er in Leis nicht häufig gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen, wie hier. Liebe Freunde, wir leben in einem Staat, in dem es verboten ist, sich als Familie auf dem Marktplatz niederzulassen. Ursprünglich kommt er aus Niedersachsen. Dort war er Landesvorsitzender der NPD-Jugendorganisation und Mitglied in der rechtsextremen Heimattreuen Deutschen Jugend, die verboten wurde. Laut Gericht ähnelte der Verein der Hitlerjugend. Immer wieder ist er auf rechten Kundgebungen unterwegs, wie hier. Ja. 2010 wurde Fischer mit zwei anderen sogar zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, unter anderem wegen Volksverhetzung. Schon damals machte er sich Sorgen um das Überleben der Deutschen. Das deutsche Volk muss halt durch diese nationale Bewegung auf die Missstände, diese Überfremdung aufmerksam gemacht werden, damit es in Deutschland nicht so wird wie in Nordamerika, und zwar, dass die Indianer irgendwann mal von der Bildfläche verschwinden. Damit uns in Deutschland das Gleiche nicht passiert, dafür sind wir da. Das deutsche Volk vor dem Aussterben schützen. Wie geht das konkret? Wie läuft so eine Umsiedlung tatsächlich ab? Ich erstelle mir ein Fake-Profil und schreibe die Initiative Zusammenrücken an, gebe mich als Interessent aus und behaupte, ich würde gerne nach Sachsen ziehen. Kurze Zeit später meldet sich ein Botschafter der Initiative bei mir. Es ist, Überraschung, Christian Fischer. Wir chatten auf Threema. Zeigen darf ich seine Texte nicht, Persönlichkeitsrechte. Ich frage nach Wohnungen, Jobs, Erfahrungswerten. Er antwortet zum Beispiel, dass gefühlt halb Deutschland nach Sachsen möchte. Wir schreiben wochenlang. Zuletzt sind wir so verblieben, dass ich ihm Angebote schicke von Immobilien, die ich interessant finde, die ich kaufen könnte. Und er hat jetzt bisher nicht per se für seinen Ort geworben, aber schon klar gemacht, dass es vor allen Dingen die kleinen Orte und Dörfer sind, wo es sich gut leben lässt als deutsche Familie. Und deswegen schicke ich ihm jetzt Immobilien aus ein paar unterschiedlichen Orten und schaue, was er dazu sagt. Und dann die Links. Was denkst du von den Angeboten und vor allen Dingen von den Orten? Senden. Zurück nach Sachsen. Die Siedler sind auch schon anderen aufgefallen. Zum Beispiel Sophie vom Kulturbüro Sachsen. Hi. Sie berät Menschen und Gemeinden im Umgang mit Rechtsextremisten. Wie gehen die Siedler vor und wie verschaffen sie sich Einfluss? Vordergründig ist es ja so, dass sie in ländlichen Strukturen Häuser, Höfe kaufen, da mit ihren Familien oder als Einzelpersonen hinziehen.
Und dann quasi ja, Einfluss auf das Gemeinwesen wollen. Also beispielsweise passiert es halt, dass sie sich ehrenamtlich engagieren, in gesellschaftliche Strukturen eintreten, beispielsweise im Kita-Bereich, im Schulbereich, aber auch in Vereinen und sich natürlich auch so ein wirtschaftliches Umfeld aufbauen. Und Ziel ist es, in Regionen zu siedeln, wo halt weniger Menschen mit Migrationsgeschichte leben. Also das ist zum Beispiel der Grund, warum einige Akteure, Akteurinnen vom Westen, von Westdeutschland jetzt nach Ostdeutschland kommen, weil sie hier eine eher eine weiße Bevölkerung vorfinden. Aber wie viele sind es? Die Initiative Zusammenrücken selbst spricht von 3 Anfragen pro Tag. Der sächsische Verfassungsschutz geht von einzelnen Familien aus. Und es gibt es in Sachsen, in anderen Landkreisen genauso, es gibt es aber auch in anderen Bundesländern. Es gibt keine offiziellen Zahlen, so, das ist so ein bisschen auch das Problem der Einschätzung. Und das auch wieder, also die Strategie der völkischen Siedler ist ja erstmal so stillschweigend im Gemeinwesen anzukommen. Also es ist auch total schwer, das von Anfang an irgendwie festzustellen, zu wissen. Also keine Kommune sucht sich das irgendwie aus und keine, ja, und wenn es dann halt erst nach 2, 3 Jahren erkannt wird, sind halt die Menschen schon da. In Leisnig hat der Bürgermeister lange nicht reagiert, obwohl er früh von den Vorgängen wissen musste. Aus dem Verfassungsschutzbericht, aus Medienberichten und aus der Zivilgesellschaft. Mögliche Maßnahmen, wie ein Vorkaufsrecht auf Immobilien, wurden von der Stadt offenbar nicht wahrgenommen. Fragen dazu will der CDU-Bürgermeister aber nicht beantworten. Währenddessen chatte ich weiter mit Christian Fischer. Also er gibt sich schon ziemlich viel Mühe. Er war jetzt 1, 2 Häuser für mich anschauen, schreibt, dass es da Trinkwasserquellen und Wanderwege in der Nähe gibt, aber am Preis vielleicht noch so ein bisschen was zu machen ist. Also es ist schon sehr hilfreich, sehr nett, sehr aufgeschlossen, ohne zu drängen, einfach sehr freundlich, wie er schreibt. Und er hat auch einem Termin zugestimmt, und zwar Ende Oktober. Könnten wir uns auf ein Bier oder einen Kaffee treffen, ich soll einen genauen Termin nennen. Klingt gut. Heißt für mich, ich fahre hin und gucke mir auf dem Weg auch einige Siedlerhöfe aus der Nähe an. Auf diesem Hof wohnt ein gut vernetzter, vorbestrafter Rechtsextremist, der unter anderem für die NPD in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet hat. Die Bewohner dieses Hofes kommen aus Schleswig-Holstein. Und hier sind auch 3 Verlage registriert, die Bücher und CDs über die Waffen-SS oder das Deutsche Reich verkaufen. Deswegen rückte auch schon mal die Polizei an. Abends steht dann das Treffen mit Christian Fischer an. Hallo, schon angekommen, hat er gefragt. Ja, ich bin schon angekommen. Als Treffpunkt schlägt er eine Raststätte an der Autobahn vor. Bei dem Treffen nehme ich eine versteckte Kamera mit. Warum versteckt? Weil ich wissen möchte, wie Vertreter der Initiative Zusammenrücken reden und netzwerken, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. An der Raststätte warte ich dann. Und warte und warte, aber er kommt nicht und sagt dann kurzfristig plötzlich ab. Es ist einfach so, ich schreibe Monate mit dem hin und her, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und an dem Tag, wo er kommen soll, kommt er nicht. Das ist einfach scheiße. Das ist... Das hier, wir haben die ganze Zeit haben wir geschrieben, alles gut. Ich schreibe ihm, ja, ich stehe vor Meckes Eingang. Und plötzlich, 10 Minuten später schreibt er dann, ich habe ein technisches Problem mit dem Auto, keine Ahnung, was los ist, alle Lampen leuchten, Marderschaden, es ist ihm sehr unangenehm. Aber wie war es bei den Immobilien? Dann schickt er dieses Bild. Für mich ist der Abend durch. Ich will nur noch duschen und pennen, aber dann... Jetzt hat sich die Lage auf jeden Fall irgendwie gedreht. Es ist jetzt so, dass die in der Telegram-Gruppe von dieser Initiative geschrieben haben, ganz plötzlich, was haben investigative Journalisten so auf der Tasche? Anscheinend nur die obligatorischen Taschenspielertricks. Und sie schreiben auch, sie wissen, wo wir sind. Also haben jetzt auch den Namen von unserem Hostel gepostet. Also wir müssen aufgeflogen sein, geht ja nicht anders. Aber keine Ahnung.
Ja, die Frage ist nur... Wie? PS, unsere Bilder von euch kommen nach euren. Zwinker-Smiley. Ich verstehe den Post so, wie er gemeint war, als Einschüchterungsversuch. Das ist ein Scheißgefühl. Plötzlich sind wir auf der Zielscheibe. Ne? Mehr als 3000 Leute sind in der Telegram-Gruppe. Die Situation ist unübersichtlich. Mit der Redaktion entscheide ich, wir brechen ab. Aber nicht endgültig. Ich versuche es auf direktem Weg. Ich fahre zu Christian Fischer nach Hause, dieses Mal mit Security. Ich will ihn fragen, wie steht die Initiative Zusammenrücken zu den Recherchen? Baut sie in Leisnig ein rechtsextremes Netzwerk auf und strebt sie die Vorherrschaft an, wie der Verfassungsschutz befürchtet? Letztes Mal haben wir Christian Fischer nicht antreffen können, aber trotzdem interessiert mich, was er über die ganze Recherche denkt. Und ich will ihm natürlich auch die Möglichkeit geben, sich dazu äußern, um fair zu sein. Und deswegen gehe ich jetzt mal klingeln. Hier enttäuschend, weil keiner aufmacht. Ein paar Mal geklingelt, es sind ein paar Hunde und ein paar Autos da, aber es rührt sich nichts. Gar keiner. Der Hof, den er hat, ist ja auch schon, ist schon schwer einsehbar. Und überall mit Kameras gespickt, die Hunde im Zwinger abgesperrt. Auch an der Klingel war so eine Kamera, oben war eine Kamera am Hof, sogar auf der Rückseite an der Scheune. Eine Kamera. Das ist ein ganz, ganz seltsamer Ort. Ich habe der Initiative Zusammenrücken noch einen Fragenkatalog geschickt. Und zwar wollte ich wissen, wie Sie zu der Recherche stehen, ob Sie ein rechtsextremes Netzwerk aufbauen, ob Sie da die Vorherrschaft anstreben, was Sie genau mit Ihren Aussagen in Podcasts meinen. Und tatsächlich ist jetzt auch eine Antwort reingekommen, und zwar wieder über Threema von Christian Fischer. Und er schreibt: Hallo Herr Dammers. Aufgrund Ihrer bisherigen Vorgehensweise, etwas über unsere Initiative in Erfahrung zu bringen, lehnen wir jegliche Beantwortung Ihrer Fragen ab. Mit volkstreuen Grüßen, Peter Lustig. Das heißt für mich, da besteht kein Interesse an einer Klarstellung. Es verstärkt meinen Eindruck, der Initiative geht es vor allem darum, ungestört weiter zu netzwerken. Wenn ihr euch noch mehr für Filme über Rechtsextremisten interessiert, dann empfehle ich euch dieses Video von STRG F über Attila Hildmann.